Die Fähigkeit, Wunder zu vollbringen, hat Allah seinen Gesandten gegeben, um ihre Wahrhaftigkeit zu unterstreichen. Neben den Wundern, wie zum Beispiel Kranke zu heilen oder Blinde sehend zu machen, gibt es auch das Wunder, verborgene Sachen, die in der Zukunft liegen, vorauszusagen. Und mit dieser Eigenschaft wurde der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen seien auf ihm gesegnet. Die Beispiele dafür sind sehr zahlreich. Und Ziel dieser kurzen Vorlesung ist, zu beweisen, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, diese Sachen nicht ohne göttliche Offenbarung, ohne göttliches Wissen gewusst haben kann. Jeder neutrale Betrachter wird zugeben müssen, dass diese Detailliertheit, in der er die verborgenen Sachen beschrieben hat, wirklich außergewöhnlich ist und wie gesagt, er das nicht einfach so hätte wissen können. Als der Engel Gabriel den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach der Stunde befragte, antwortete ihm der Gesandte Allahs: Der Befragte weiß darüber nicht mehr als der Fragende. Da sagte Gabriel: So berichte mir über ihre Anzeichen. Der Gesandte sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Dienerin ihren Herrn gebiert und dass du siehst, wie die barfüßigen, dürftig bekleideten, ärmlichen Viehhirten einander im Errichten hoher Gebäude zu übertreffen suchen. Des Weiteren sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein Teil der Menschen dieser Gemeinde wird von der Erde verschlungen werden. Einige werden sich verwandeln, wieder andere werden dem Beschuss zum Opfer fallen. Einer der Muslime fragte: Wann wird das sein, o Gesandter Allahs? Er sagte: Wenn Sänger und Sängerinnen und der Gebrauch von Musikinstrumenten sich großer Beliebtheit erfreuen und das Trinken von Alkohol weit verbreitet ist. Und Ali ibn Abi Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete: Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Wenn in meiner Gemeinde 15 Eigenschaften auftauchen, werden Zerwürfnisse über sie kommen. Einer sagte: Welche Eigenschaften sind das? Er, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte: Wenn aller Gewinn nur noch unter den Reichen aufgeteilt wird, ohne dass die Armen daraus Nutzen ziehen, wenn anvertrautes Gut benutzt wird, um Profit zu machen, wenn das Entrichten der Zakat, der Armensteuer, als Last betrachtet wird, wenn der Mensch seiner Frau gehorcht und seiner Mutter ungehorsam ist, wenn er seine Freunde gut behandelt und seinen Vater meidet, wenn in den Moscheen laut über weltliche Dinge diskutiert wird, wenn der Führer eines Volkes der Übelste unter ihnen ist, wenn die Menschen einen Mann aus Angst vor seiner Schlechtigkeit mit Respekt behandeln, wenn das Trinken von Alkohol weit verbreitet ist, wenn Sängerinnen und Musikinstrumente sich großer Beliebtheit erfreuen und wenn die Letzten dieser Gemeinde die Ersten verfluchen, dann sollen sie einen roten Sturmwind erwarten oder dass die Erde sie verschlingt oder dass sie in Tiere verwandelt werden. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Es wird eine Zeit über die Menschheit kommen, in der niemand übrig sein wird, der nicht vom Wucher frisst, vom Zins. Selbst jene, die nicht direkt daran teilhaben, werden von seinem Staub bedeckt. Abdullah ibn Umar radiallahu an berichtete: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu uns und sprach: O ihr Auswanderer, fünf Arten von Prüfungen werden über euch kommen. Möge Allah euch davor bewahren, dass ihr sie erleben müsst. Wenn sich die Unzucht verbreitet, werdet ihr feststellen, dass dies nie geschieht, ohne dass neue Krankheiten, unter denen frühere Generationen nie gelitten haben, die Menschen befallen. Wenn die Menschen anfangen, beim Abwiegen der Waren zu betrügen, werdet ihr feststellen, dass dies nie geschieht, ohne dass die Dürre und Hungersnot über sie kommt und ihre Herrscher sie tyrannisieren. Wenn die Menschen anfangen, die Zakat, die Armensteuer, zurückzuhalten, werdet ihr feststellen, dass dies nie geschieht, ohne dass der Regen aufhört zu fallen. Und wäre es nicht um der Tiere willen, würde es gar nicht mehr regnen. Wenn die Menschen ihren Bund mit Allah und seinem Gesandten brechen, werdet ihr feststellen, dass dies nie geschieht, ohne dass Allah einen Feind gegen sie schickt,
der ihnen mit Gewalt ihren Besitz wegnimmt. Wenn die Herrschenden nicht gemäß dem Buch Allahs regieren, werdet ihr feststellen, dass dies nie geschieht, ohne dass Allah sie in Gruppierungen aufspaltet und sie einander bekämpfen lässt. Des Weiteren sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Die Stunde wird nicht anbrechen, bis in der Öffentlichkeit Geschlechtsverkehr ausgeübt wird, so wie die Esel einander bespringen. Ich sagte: Wird es so etwas geben? Er sagte, der Prophet: Ja, so wird es sein. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, diese Gemeinde wird nicht ihr Ende finden, bis der Mann in der Öffentlichkeit zur Frau geht und sie bespringt. Und die Besten von ihnen in jener Zeit werden jene sein, die sagen: Wenn ich mich mit ihr nur hinter dieser Wand verstecken könnte. Weiter sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ich schwöre bei dem, der mich mit der Wahrheit gesandt hat, diese Erde wird nicht ihr Ende finden, bevor die Menschen von Erdbeben geprüft, bombardiert und in Tiere verwandelt werden. Sie, die Gefährten, fragten: Wann wird das sein, o Gesandter Allahs? Er sagte: Wenn ihr Frauen auf Sätteln reiten seht, wenn Sänger weit verbreitet sind, wenn Falschaussagen üblich sind und wenn Männer mit Männern und Frauen mit Frauen liegen. Und Abu Huraira radiallahu an berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Zwei Arten von Höllenbewohnern habe ich nie gesehen. Die erste Art sind Leute mit Peitschen wie Kuhschwänzen, mit denen sie die Menschen schlagen. Und die zweite Art sind Frauen, die bekleidet und gleichzeitig nackt sind, in lasziver Weise, hüftschwingend, umherlaufen. Ihre Köpfe sehen merkwürdig aus, wie die hin- und herwippenden Höcker von Kamelen. Sie werden niemals ins Paradies gelangen, noch jemals seinen Duft wahrnehmen, obwohl er so weit reicht.